Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spiritfarer. Ja, ich habe nachgeschaut, wie wir abgeführtes Ektoplasma bekommen. Das ist gar nicht so einfach und tatsächlich, ja, wenn man da nicht drauf kommt, dann ist es echt beschissen. Also wenn man nicht durch Zufall drauf stößt, ehrlich gesagt. Denn man braucht das hier, den rätselhaften Samen, der sich bewegt, seltsamerweise. Den müssen wir hier einpflanzen. Dann hoffen wir mal, dass die Schäfchen nicht rankommen und uns das nicht wegfressen. Wir müssen darauf achten, dass die Schafe genug zu futtern haben. Und ja, ihr werdet dann sehen, was passiert. Ich habe extra gegoogelt. Also es ist wirklich, man muss halt, diesen Samen kann man entweder dadurch kriegen, dass man ihn kauft oder halt beim Angeln oder in den Kisten zufälligerweise erhält. Ja, also wenn man nicht nachgoogelt und den nicht zufällig mal bekommen hat, dann keine Chance. Ich habe den jetzt tatsächlich kaufen können bei ihm hier. Glück gehabt, dass er ihn dabei hatte, denn auch das ist nicht immer. Wir haben ja schon seltsame Samen gekauft und da kam noch nie so ein rätselhafter Samen bei raus. Also pures Glück, dass der jetzt tatsächlich sofort da war. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis er wächst, bis wir das draus haben, was wir wollen. Da kommt kein Ektoplasma raus, ihr werdet sehen, was rauskommt. Aber wir kriegen dann hoffentlich noch unser Ektoplasma. Ich habe halt echt Angst hier gerade mit den Schäfchen. Aber gut, das ist gefüttert. Ja, das sollte uns eigentlich den Samen nicht wegfressen. Der hat die wahrscheinlich schon gefressen. Ich komme gerade aus der Tür nicht raus. Wow, das ist echt. Wenn die hier vorstehen, ist das richtig doof. Und das scheint auch ein Fehler zu sein, ne? Guck mal, dass die Wolle von dem Schaf geht gar nicht weg, die ich geschert habe. Ich glaube, da ist irgendein kleiner Bug gerade. Na, mal gucken, ob der noch weggeht. Ja, wir warten. Wir könnten in der Zeit natürlich noch unsere Dice Boys Quests machen. Wir müssen ja nicht heute rumstehen. Da würde ich mal eben unser Schiff wieder in Gang setzen. Wir müssen wieder hier hin. Zur Bushaltestelle zurück und dann fahren wir zur Profit GmbH, wo wir eigentlich schon längst hin wollten. Hm, ja, das Schaf ist da, glaube ich, buggy. Tschüssi, Händler, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Oh, der hat Hunger. Das sollten wir schnell machen. Bitte fress mir nicht mein Feld leer. Und was mit dir? Okay, der hat Essen. Aber die Wolle nehme ich mir trotzdem gerne mit. Und hier bleibt sie jetzt auch liegen. Zumindest bewegt sich das Schaf und ja, die geht weg. Okay, da unten scheint es wirklich buggy zu sein. So, wir nehmen uns das Essen mit. Ah ja, Creme Brûlée. Stimmt, das kam aus Eierzucker raus. Jetzt erinnere ich mich wieder. Schon geil. Was machen wir hier? Reis mit Milch, mal gucken. Hatten wir, glaube ich, noch nicht gemixt. Ach ja, wir müssen ja noch dieses Leibgericht machen. Ich habe vergessen, wie es heißt. Na gut. So, wir sind da. Wo ist er denn? Wahrscheinlich hinten irgendwo. Das Schiff ist ja jetzt so extrem lang geworden. So, ich würde gern wohin. Na gut, unbedingt gern nicht so, aber wir müssen hin. Wo haben wir denn die Profit GmbH schon wieder? War die nicht hier oder war die wo ganz anders? Ich dachte, die wäre hier gewesen. Scheinbar nicht. Habe ich mich geirrt. War die hier oben dann? Kalkstein. Oh, Susan hat wieder was. Das ist auch schön. Ich habe auch ganz viele Besorgungen abgegeben bei unserem Händlertypen, als ich den Samen geholt habe. Hey, ich finde die Profit GmbH gar nicht. Da war ich doch schon. Oder nicht? Das ist sie nicht. Das ist die Krähen AG. Das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein hier. Profit GmbH, wo bist du? Gibt's die nicht mehr? Ist sie kaputt? Musste sie pleite machen? Das wäre traurig. Das gibt's doch jetzt nicht. Da kommen wir noch nicht hin. Das ist ja... Ich finde sie gerade wirklich nicht. Das ist ja unglaublich. Wir waren doch schon da. Ach, hier. Oh, okay. Gut, dann ist er doch woanders, als ich dachte. Na gut, ihn doch noch gefunden. Dankeschön. So, was ist hier? Noch nicht, okay. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, bis der Samen gewachsen ist. Oh nein, halt! Achso, ich darf nicht, weil... Okay, deswegen hat er gerade abgebrochen. Hab mich kurz gewundert. Hallo? Ja, ich würde gern schlafen gehen. Dankeschön. Schade, dass nur die Sachen hier beleuchtet sind. Wäre schön, wenn man noch extra so Lampen vielleicht anbringen könnte. Ist ein bisschen traurig, dass der Rest des Schiffes nicht beleuchtet wird. So, ganz viel Zeug ist fertig, aber erstmal das Wichtigere.
Gott, die Musik von der Robbe ist immer so nervig. So, bitte dahin. Ich hoffe, wir fahren nicht durch das Gewitter, aber ich glaube nicht. Unterwegs können wir noch ein bisschen Hausarbeit machen. Ich pflanze mal, glaube ich, eben nichts Neues. Oh, Schaf ist endlich hier weggekommen, aber die Wolle liegt noch rum. Naja. Gut, vielleicht ist das hier buggy, weil halt im Inneren dieser Farm. Und da sehen wir schon, da kommt ein Pilz raus. Ich hoffe, das ist auch der richtige Samen. Also wenn wir Pech haben, ist das auch nicht. Vielleicht kriege ich da jetzt auch tatsächlich nur einen Pilz raus. So wie es aussieht, könnte sein, dass es vielleicht immer noch das Falsche ist. Oh Gott. Dann weiß ich auch nicht. Dann müssen wir mal gucken. Milchreis. Oh, wie lecker. Okay, manchmal kommen schon echt leckere Sachen hier raus. Machen wir mal das. Sellerie und Reis. Ach, jetzt habe ich wieder das Gericht vergessen. Naja, egal. Egal. Ja, wenn das auch nicht das Richtige ist, dann müssen wir... Dann müssen wir ein bisschen angeln und, ja, immer wieder zu dem Händler und gucken, ob er uns mal die richtigen Samen verkauft. Leider. Das wird dann witzig werden. Wir können jetzt auch ein bisschen nebenbei angeln. Ich weiß aber gar nicht, ob man den Samen, den wir brauchen, überall angeln kann oder nicht. Das ist auch noch eine Frage. Ich weiß auch nicht, wie der Samen heißt. Ich habe versucht, so wenig wie möglich darüber zu lesen, weil ich auch nicht gespoilert werden wollte, was da genau rauskommt. Ja, deswegen weiß ich halt auch nicht ganz genau, welchen Samen wir eigentlich brauchen. Ob es mehrere gibt, das weiß ich nicht. So, wir sind da. Hier ist noch nichts passiert. Okay. Dann erstmal rüber. Dann haben wir es auch mit den Dice Boys. Dann haben wir tatsächlich die überall bekannt gemacht. Können die richtig durchstarten. Oh, vielleicht hat der ja auch diese Samen. Moment. Feldsamen-Papier-Probierpaket. Oh, das ist ja cool. Gartensamen-Probierpaket nämlich auch. Obstgarten. Oh Gott, das ist ja super teuer. Das können wir uns gar nicht leisten. Krass. Okay. Wow. Mal sehen, was da rauskommt. Mais, Karotten. Haben wir Karotten? Nehme ich mal mit. Und Rüben weiß ich auch gar nicht. Nee, nee. Nö, sonst nix. Kann ich was verkaufen? Auch nicht wirklich, nicht Gewinn bringen. Essen könnten wir mal wieder, aber haben wir gerade nicht so viel. Fruchtbonbons bringt ein bisschen was. Oh, Paella ein bisschen. Oh, wir haben super viel Schadenteileintöpfe und die bringen richtig gut gerade, okay. Na dann wäre ich damit raus mit dem Müllerrungenschaft. Schön. Wie ich gerade gesagt habe, weg damit. Sehr gut. So, haben wir doch ein bisschen was zu futtern gehabt. Ja, das hier weiß ich... Oh, 130 für Marmor, ganz ehrlich, so viel brauchen wir auch nicht. Auch weg damit. Hier gibt es 150 für Silbererz. Da kommen ein paar. Ein bisschen Eisenerz haben wir auch ganz viel. Kann man ja wieder neu holen. Hauptsache mal wieder ein bisschen Kohle. Und auch hier. Ja, das bringt Kohle. Hämatit. Opal. Ich mache mal noch nicht alle weg, weil ich nicht weiß, wegen Susan immer. Oh, abgeführte Blitze bringen auch richtig viel. Ein bisschen... Sagen wir mal. Okay, so. Ein wenig was verkauft. Sehr schön. So, wo kann ich hier die Dice Boys? Was geht? Ich bin Markus hier. Oh, ich rappe einfach nur so. Ich leite einen kleinen Vertrieb, aber die Dice Boys sind gerade voll angesagt. Sie bringen neue Energie in die Szene. Verstehst du? Das wollen die Leute. Ich kann das Publikum nicht davon abhalten, nach dem guten Zeug zu verlangen. Geschäft ist nun mal Geschäft. Danke für die Platten. Schönen Tag noch. Okay. Hurra! Warum? Okay, heute Abend werde ich zwei Steaks verputzen. Kann ich hier noch irgendetwas tun? Ein Hoch auf die Gewerkschaften? Nee, nicht so. Achso, Gewerkschaften. Ja, okay. Ich habe gerade an was anderes gedacht. Warte mal, kriege ich die? Den gebe ich nicht einfach so weg. Nee, vielleicht ging einen kleinen Beutel voller Glimps. Oh, sagen wir 100 im Voraus. Ich habe eine hungrige Familie, ja klar. Sehr schön, hier. Wir kriegen Schlüssel zum Büro des Geschäftsführers. Das ist ja... Okay. Und auch hier können wir noch ein bisschen was machen durch unsere neuen Fähigkeiten. Keramikschüssel. Oh, na gut, dass wir hier sind. Was haben wir denn da Schönes? Kristallkronenleuchter. Und was war die Notiz da eben? Moment. Wo ist die denn gelandet? Hier ist auch noch die Schatzkarte. Ach so, sind das vielleicht die Koordinaten noch, die wir brauchen? Weiß ich nicht.
Was war denn das da gerade? Das sah eigentlich aus wie eine geschriebene Notiz, aber hier ist kein Sternchen irgendwo dran, ne? Aus. Seelenblumen. Ach, die sehen sogar verschieden aus. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die sind mal gleich. Hm. Okay, keine Ahnung, wo das andere Ding gerade gelandet ist, was damit rauskam. Sah eigentlich interessant aus, aber gut. Na gut, denn nicht. So, wo kommen wir noch hin? Ist hier noch was? Oh, warte mal. Zuckerrohrsamen, große Flasche mit Glims. Sehr schön. Oh, Fahrstuhl. Nehmen wir mit. Oh, jetzt. Ja, verkackt. Verdammt. Upsa. Ach, der fährt wieder hoch, der Fahrstuhl. Oh, verdammt. Ich dachte, jetzt haben wir ihn unten und können dann einfach wieder hochfahren mit. Na gut. Ach so, der fährt. Ah, wir haben den jetzt daueraktiviert. Okay. Hier ist der Geschäftsführer noch. Ich habe deinen Schlüssel bekommen. Ja, na hallo. Danke, dass du die Tür aufgeschlossen hast. Ich musste mir leider mit der Ecke da drüben behelfen. Tut mir leid, wenn es etwas mieft. Hier ist eine Kleinigkeit für deine Bemühungen. Diese verdammten Demonstranten. Ich meine, Arbeiter. Daran muss ich mich wohl gewöhnen. 1000 Glimps dafür bekommen. 100 haben wir nur ausgegeben dafür. Okay, nicht schlecht. Kann man machen. So, ist hier sonst noch... Ach, hier kann ich nicht... Hä? Komme ich hier nicht runter? Jetzt so. Ich würde schauen, ob hier noch irgendwas ist. Was? Bug. Okay, irgendein Spiel. Und du? Nimm das, du Kapitalistenschwein, okay. Na gut, ich glaube, wir sind hier durch. Schön, noch ein bisschen Kleinigkeiten bekommen hier. Sehr cool. Jetzt ist die Frage... Hier haben wir ihn nochmal. Komm, wir fahren nochmal zum Händler. Vielleicht hat er ja wieder neue Sachen. Ich weiß nicht, wann da immer das Sortiment wechselt. Hm, ich glaube, das ist falsch hier mit den Pilzen. Ich weiß nicht. Wir werden es sehen. Ich gieße einfach mal. Obwohl es regnet, müssen wir trotzdem gießen. Ist scheinbar überdacht. Ich dachte, das wäre richtig, weil da stand, dass es sich bewegt. Na, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Nicht zu früh aufgeben hier. Mich wundert nur, wir brauchen ja keinen Pilz. Naja, gut. Oh, da ist der Händler wieder. Holen wir uns sofort. Getreidesalat bekommen. Ja gut, ist nichts Außergewöhnliches. Ich hatte hier auch Sandgarnelen gefangen. Würde ich auch gerne mal mit irgendwas machen. Hier, mit Sonnenblumenöl. Eine Sandgarnele. So, hallo. Hast du noch Samen für mich? Das hier können wir verkaufen. Besorgungen habe ich ja erst gemacht, wie gesagt. Da dürfte jetzt nichts sein. Noch ein seltsamer Samen. Okay, den nehme ich gerne mit. Den können wir dann auch noch pflanzen, falls das hier jetzt ein Reinfall gewesen sein sollte. Okay, so. Wo können wir noch hin? Koordinaten der verlorenen Beute. Rede mit den Dice... Ach, Uxbury. Mit den Dice Boys reden. Nein, natürlich. Wir müssen ja noch unsere Belohnung abholen eigentlich. Da ist Uxbury. Wir sind dort... Na ganz ehrlich, da können wir auch selber hinfahren. Nur ich würde gerne mit Tee. So, wir machen eine sichere Reise. Dann müssen wir die ganzen Zwischen-Minigames nicht machen. So, wie sieht's aus hier? Noch nicht, ne? Nee, noch nicht. Mann, jetzt bin ich aber auch ungeduldig. Na gut. Hier alle satt und gesund und... Huch, Schäfchen. Okay. Keine Angst vor Schäfchen. Kundschafterin. Ja, was denn? Huch, jetzt geht er weg. Na gut, dann nicht. Du auch satt? Ja. Okay, jetzt dürfte uns eigentlich keiner was wegfuttern. Fahrt dauert ein kleines bisschen. Können wir hier noch irgendwas machen? Die Kuh melken vielleicht mal. Hallo Bertha, wie geht es dir? Ich hoffe gut. Füttern können wir auch gleich. Dankeschön für die Milch, Bertha. Sehr lieb von dir. Dafür gibt es einmal Weizen von mir. Bitteschön. So, was mit euch? Die haben auch schon Hunger. Oh Gott, wir müssen doch nochmal was pflanzen. Essen fertig. So, was kam raus? Gebratene Krebse. Das ist auch neu, ne? Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Okay.
So, wir haben sehr viele Eier. Können wir hier noch ein bisschen Rührei machen? Ah, das ist so schön. Aber ich habe keinen Bock, das Minispiel jetzt zu machen. Wirklich nicht. Noch nicht fertig. Okay, wir werden noch was pflanzen in der Zeit. Ein bisschen Weizen. Ein bisschen Knoblauch. Ich habe Knoblauchsamen auch gekauft, ja, vorhin. Was ist mit den Karotten? Die sind wahrscheinlich drüben. Das ist wahrscheinlich hier nicht der Gemüsegarten. Ich mache noch mehr Knoblauch. Wie gesagt, Knoblauch kann man nie genug haben. Wirklich nicht. Wir fahren weiter, ne? Ja, wir fahren durch. Okay. Hatte kurz Angst, dass wir doch stehen geblieben sind. Sieht aber nicht so aus. Oh, die Musik ist auch so schön, wenn man hier ist. Toll. Das sieht so toll aus im Hintergrund. Oh, guck mal, hier können wir noch gerade nebenbei, wo wir gerade Zeit haben. Kristalle. Ich glaube, davon brauchten wir noch mehr. Ach, hier, die Rotgoldplatte, die brauchen wir auch noch, aber Goldbahn haben wir ja auch nicht. Na gut. Wo ist denn hier Kristall? Ah, da fehlt uns gerade Quarzpulver. Na gut, dann machen wir das hier. Wir brauchen bestimmt alles nochmal. Wir sind da. Oxbury. Pilz noch nicht fertig, glaube ich. Na gut. Dann nicht. Wir gehen erstmal zu den Dice Boys und holen unsere Belohnung ab. Vielleicht werden wir jetzt auch ein Weltstar. Vielleicht dürfen wir wie nennt man die? Als Wookie? Ne, wie nennt man die? Die immer mitgehen. Ich hab's vergessen. Geh uns aus dem Weg, du. Ach hier, danke für deine Hilfe. Du hast gute Arbeit geleistet. Du hast die Werbetrommel für unsere neue Platte gerührt. Würde mich nicht wundern, wenn wir Musik-Superstars werden. Dice Boys! Wir hätten deine Hilfe nicht wirklich gebraucht, weil wir eh schon so richtig abgehen. Aber es ist trotzdem gut, eine echte Unterstützerin zu haben, die unsere Platte unter die Leute bringt, weißt du? Danke nochmal. Hart! Hart! Das ist unsere Stadt. Hey, ich habe euch gerade geholfen. Wir sind die Dice Boys. Merkt ihr den Namen? Okay. Mach ich. Was? Hey, du? Ja, okay. Ich weiß, ich habe für euch die Werbetrommel und so. Na gut. Bisschen eigenartig, die Typen. Unterwegs zu einem glücklicheren Tag. Na gut. So, ich möchte gar nicht so lange sein. Ich finde diese Großstädte irgendwie cool, aber auch irgendwie sehr überfordernd hier. Sowohl im Spiel als auch draußen. Deswegen lieber schnell weg. Okay, was macht denn der Samen? Rosa Pilz. Ja! Hi! Dein Hut ist so groß. Mann, sieh dir die Katze an. Wow! Bin ich in einem Garten? Ist das ein Schiff? Auf dem Wasser? Oh, abgefahren! Fang! Das war mit mir im Boden. Bis dann. Ein Obolus. Aber ich glaube, das war doch nicht das, was wir machen sollten. Bist du Stanley? Ja, es ist Stanley. Oh Gott. Ja, wir haben ihn. Hier, Oma. Oh Gott, ist das süß. Das fühlt sich so schön an. Oh, wir haben Stanley. Ja, von dem. Wir müssen ganz viele Quests, glaube ich, von dem machen. Und dann kriegen wir irgendwann Ektoplasma. Wenn wir seine Quests erfüllt haben. Würde jetzt leider noch mal ein bisschen dauern. Ich wünschte, ich hätte das vorher gewusst. Dann hätten wir das schon viel früher angehen können. Naja. Wir müssen uns jetzt leider noch ein bisschen gedulden. Ich hoffe, die Quests von ihm gehen einigermaßen schnell. Und dass wir die schnell kriegen. Gucken wir mal. Oh, wie cool, dass wir den endlich haben. Ach, oh, schön. Ich habe nur gelesen, dass aus dem Samen quasi irgendjemand rauskommen soll namens Stanley. Das war so das, was ich gelesen habe. Und dann habe ich sofort aufgehört, weil ich dachte, oh mein Gott, ich will gar nichts wissen. Ich will nicht wissen, welche Quests und so. Habe ich sofort auch Schluss gemacht. Jetzt hatte ich halt ein bisschen Angst. Ich wusste ja nicht, wie Stanley aussieht. Und hatte Angst, dass der Pilz nicht Stanley wäre. Aber doch, wir haben Stanley. Sehr schön. Ja, und wir sind am Folgenende. Das heißt, ich kann jetzt hier Schluss machen. Werde schon mal irgendwo hinfahren, wo wir vielleicht noch eine Nebenquest zwischendurch machen können. Und ja, wir warten, bis Stanley uns irgendwas sagt, was er gern haben würde. Oh, wie süß ist das denn? Der schläft jetzt bei uns hier oben. Ach, schön. Bringt dir nutzlosen Müll. Der wird uns wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich dann das nutzlose Müll, vielleicht das Ektoplasma, was wir dann irgendwann mal kriegen. Oh, wie süß ist der denn? Das Blöde ist, ich kann jetzt nicht an mein Bett ran, weil er davor sitzt. Na gut, Leute. Dann schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal mit Stanley. Bye.